Hilfeset habe ich mal dabei. Ja, habe ich auch. Vorsichtshalber. So, ja. Jetzt noch 6 Oberarm. Ja, das ist da. Das erste Mal steil rauf. Das sehen dort noch nicht viel. Schön langsam sehen wir ein bisschen mehr. Das war eine gute Sache. Hat sich jetzt auch schon ein bisschen eingefahren. Jetzt an. Im Hintergrund sieht man Ratzmann. Ein Grillstock. Mal sowas schon machen. So, jetzt geht es ganz schön zur Sache. Dann kurz unterhalb vom Pechhäusl. Jetzt sind wir knapp über 1000. Noch lächelt er. Sind wir dann auf der Mautstelle Nord auf knapp 1100 Meter, ein bisschen mehr als 1100 Meter sind es. Es ist nicht so einfach, die Füße machen teilweise zu, sagt er, aber ich denke, das Allgemeinbefinden ist noch gut. Die Temperaturen sind ein bisschen kälter geworden. Aber wir sind guter Dinge. So, die Radfahrer, die Einradfahrer sind jetzt nicht aufgeschrieben. Aber mir kann jetzt die Mautstelle Nord passieren. Da ist jetzt dann eh 1100 über Meeresboden. Da fahren wir jetzt durch. So, jetzt sind wir auf dem mautpflichtigen Teil der Höhenringstraße. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Und schwupps ist er weg. Mächtige Gull Ostwand. Wir sind jetzt auf 1300 Meter. Ich glaube, ich habe gerade Gestöhne gehört. Aber vielleicht war ich das. Das erste Mal absteigen auf dieser Tour, sei genehmigt. So, jetzt sind wir auf 1400. Jetzt
fahren wir der Sonne entgegen. Also absolut steil. Absolut krass, super. Wir haben es jetzt bald von der Strecke her geschafft. Ah, ich tue auch ein bisschen schwitzen, aber nicht so schlimm wie der Florian. Also traumhaft steht da herum. Kein Auto. Naja, sprich gerade, es geht ihm gut. Hat seinen Rhythmus gefunden, super. Das weite Land, ein Skigebiet. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Tempo drauf. Ich dachte, ich wäre ein Berg hoch, geht schon wieder rauf. So, jetzt geht's runter. Mal wieder das runterfahren. Da wird eine Konzentration angesagt. So, jetzt sind wir an der Enzianbrenner Reife vorbeigefahren. Haben es nicht so gesehen. Nicht so tragisch, Florian ist auch noch gut im Ding. Aber jetzt hat er seinen Rhythmus gefunden. Da schauen wir nochmal rauf. Auf den Kehlstein Mandelgrat. Da jetzt haben wir einen kleinen Ofen unter Boden. Thank you.
wieder da, wo wir hin wollten, an der Kirche in Oberau. Alles ohne Unfall, gut was. Steht auch noch gut da, ist zufrieden mit seiner Sache. Ja, hurra!